Der beste Lebensweg. Dieser Videofilm der Wachturmgesellschaft zeigt das Neueste aus der Serie Was deine Kollegen sagen. Unmittelbar nach dem Werbevideo über den Taifun auf den Philippinen hat die Wachturmorganisation zur Förderung der Predigttätigkeit einen kurzen Film für junge Menschen veröffentlicht. Ironischerweise hat der Wachturm zahlreiche Artikel veröffentlicht, um junge Menschen davor zu schützen, dem Gruppenzwang in der Welt zu erliegen. Nun ist Gruppenzwang in der Tat nicht gut zu heißen, doch man hat offenbar gerade dann nichts gegen ihn einzuwenden, wenn er von der WTG selbst ausgeübt wird. Das Video beginnt mit einer Szene, wo eine junge Schwester namens Cameron mit ihrem Freund in einem Kajak unterwegs ist. Es wird der Eindruck erweckt, jugendliche Zeugen seien frei, ihre Zeit mit vielfältigen Freizeitbeschäftigungen zu verbringen. Zitat: Wenn wir aufwachsen, müssen wir irgendwann alle Entscheidungen selbst treffen. Wir alle müssen entscheiden, welchen Weg wir gehen, das sagt Cameron. Es ist ganz offensichtlich, dass diese Weisheit, die Cameron hier von sich gibt, wörtlich aus den Publikationen der Wachturmgesellschaft übernommen wurde. Tunlichst vermeidet man den Hinweis, dass junge Menschen in der Gefahr leben, von ihren lieben Angehörigen entfremdet und stigmatisiert zu werden, würden sie ihren als Jugendlicher eingeschlagenen Lebensweg als Zeuge Jehovas zu leben aufgeben. Unser Dienst, mit anderen die Bibel zu studieren, war schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens, erinnert sich Cameron, nachdem sie uns gesagt hatte, dass sie als eine Zeugin Jehovas aufgewachsen war. Wer die Wachturmliteratur kennt, weiß auch, dass Camerons Ansicht sich genau mit dem deckt, was die Wachturmgesellschaft gerne hören möchte. Camerons Video zeigt dann auch, wie sie von ihren Freunden am Ort und durch Berichte aus dem Jahrbuch dazu inspiriert wird, eine Reise nach Malawi zu planen, um dort ihren Predigtdienst durchzuführen. Dann berichtet sie von einer Begebenheit, als sie in einem Bus zusammen mit armen Menschen einen Sitzplatz teilte und in einem Haus predigte, wo man sie gebeten hatte, vor der ganzen Hausgemeinschaft eine Präsentation zu geben. Das Video schließt mit der Darstellung von unbekümmerten Freizeitaktivitäten, die Cameron genießt, als sie wieder nach Amerika in ihr Zuhause zurückgekommen war. Mit Freunden wandern, ein Picknick genießen und mit einem Ball spielen. Dem Betrachter wird der Eindruck vermittelt, der Glaube der Zeugen sei so gutartig und harmlos wie ein Spaziergang bei Sonnenschein. Man zeichnet von den Zeugen ein Bild in den rosigsten Farben, die den Menschen in armen Ländern die Bibel näher bringen und überhaupt das denkbar beste und glücklichste Leben führen, mit allerlei Spaß und kurzweiligen Freizeitaktivitäten. Dabei belegt das Video neben dem Aspekt des stark zwanghaften Charakters, unter dem die Zeugen steht, gerade mit dem Zeitpunkt seiner Veröffentlichung auch die Zwiespältigkeit der Wachturmorganisation. Warum kann man das sagen? Die Organisation hat vor kurzem das Programm für die kommenden regionalen Kongresse veröffentlicht. Für den Freitagnachmittag ist ein Programmpunkt vorgesehen mit dem Titel »Was muss an zweiter Stelle stehen?« Ganz entgegen der Darstellung im Video, welches im Leben der Zeugen die Freizeit und die Erholung in den Vordergrund rückt, wird auf den Kongressen dies alles nun auf einmal als zweitrangig eingestuft. Während man sich nach draußen mit der beneidenswerten Leichtfüßigkeit des Zeugendaseins zeigt, schlägt man intern genau die entgegengesetzten Töne an. Vor Essen und Trinken, der Sorge um die Gesundheit und der Bindung innerhalb der Familie hat ein Zeuge zuallererst
das Königreich zu suchen. Bedauerlicherweise wird die Organisation mit ihrer geschmeidig zweifelhaften Charmoffensive eben immer nur das Fantasiegebilde eines oberflächlichen Freizeitdaseins präsentieren, sodass zahlreiche junge Zeugen von den schön gefärbten Erzählungen begeistert sein werden.